fest im Würgegriff. Gegen diese Schlange hilft nur der Schlagstock. Ungewöhnlicher Notruf für zwei Cops aus Florida. Anwohner melden einen verletzten Falken auf der Straße. Vor Ort stellt sich heraus, der Falke ist nicht verletzt, sondern dem Tode nahe. Eine kleine Schlange hat den Vogel im Würgegriff. Einer der Deputies fackelt nicht lang. Er nutzt seinen Schlagstock, um den Kopf der Schlange am Boden zu fixieren. Problem? Mit einer Hand allein kriegt er den Falken nicht frei. Zu verstrickt ist die Schlangenschlinge. Der Falke erstickt. Es geht um Sekunden. Selbst mit beiden Händen dauert es mehrere Augenblicke, um die Todesumklammerung des Reptils zu lösen. Die Schlange geht am Ende immerhin leer aus. Vielleicht klappt's ja das nächste Mal, wenn weniger Polizei Streife fährt.